hast bei The Voice of Germany mitgemacht und auch den Rock Contest gewonnen im letzten Jahr. Herzlichen Glückwunsch dazu. Inwieweit hat das bisher deine Karriere beeinflusst und wie stehst du zum Konkurrenzkampf in der Musik? Wir haben gewonnen, der Rock the Island Contest, es war unglaublich. Ich habe nie erste Platz für nichts gemacht und es war egal, wirklich erste oder nicht, es ist einfach cool, dabei zu sein. Aber ich war überrascht, wirklich, wirklich überrascht. Und nach The Voice, ich war auf Tour mit Nena, auf ihrer Akustik-Tour, das war wirklich cool. Dann viele Konzerte gespielt, dann ein bisschen Pause gemacht. Nach The Voice, es war cool. Einfach so. Und inwieweit findest du, dass Konkurrenz wichtig ist? Seit The Voice, wie war es mit anderen Leuten, meinst du? Und bei The Voice selber und im Musikgeschäft insgesamt? Bei The Voice für mich, es war ein Competition natürlich, aber für mich auch nicht, weil ich war mit jedem Schritt überrascht, dass ich bin noch dabei. weil jede Woche jeder sagt, ja, ich gehe mit Sharon, you know. Es ist schwierig, weil es gibt viele Leute von The Voice, viele Leute von der ganzen Welt. Und wenn jemand bringt ein CD raus, dann ich kämpfe mit jemandem, mit allen. Das ist, aber für mich ist es einfach wichtig, meine Musik zu tun. Und mein CD kommt raus und in den Charts wahrscheinlich. Ich schaffe das nicht, aber das ist nicht das Wichtige für mich. Nur, dass ich bin stolz von was ich habe gemacht. Sehr schön. Du hast vorher bei Captive Audio gesungen und bist dann hin zu einer Solokarriere. Wie kam dieser Schritt? Wie hast du dich dazu entschieden, dann doch eine Solokarriere anzufangen, abgesehen von The Voice of Germany? Ich kann nicht wirklich sagen, ich habe gedacht, okay, jetzt mache ich eine Solokarriere. Also Captive Audio war ein cooles Band, aber wir haben einfach entschieden, dass wir fertig sind. Einfach so. Und dann bin ich nach Österreich gekommen. Und ich war schon allein, so ich möchte nicht eine neue Band anfangen und ich habe einfach in einer Irish Bar gespielt, ich und meine Gitarre alleine und ich habe wirklich gedacht, dass Musik ist schon vorbei für mich, you know? Ich war nicht genau die Jüngste. Und dann The Voice, und ich ja, ich habe schon ein paar Covers gelernt, dann warum singe ich nicht? And it just kind of happened, like nichts war geplant. Das ist was so einfach mit The Voice und der ganzen Journey, der ganzen Reise. Okay, cool. Du standest eben gerade auf der Bühne vom Donauinselfest. Wie ist deine Meinung bisher dazu? Was ist Meinung? How was it? Like, Donauinselfest, ja, es war wirklich cool. Also, far from cool, es war wirklich heiß. Und es war cool, Fans zu sehen, weil die Fans hat das möglich gemacht. Sie haben für uns so viele gewotet, which is cool. Große Bühne macht immer Spaß. Profi-Leute, also für mich, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, wir können nochmal spielen, nächstes Jahr vielleicht. Ja, sehr schön, dann bleiben wir gleich bei deiner Musik. Du hast mit deiner vorherigen Band auch ein Album aufgenommen und hast natürlich auch selber schon eine Platte rausgebracht. Und inwieweit möchtest du selber dann noch ein weiteres Album produzieren und hast du schon Themen gefunden? Also diese CD, das ich habe nur jetzt aufgenommen in, März, April, das ist mit Nenas Band und Producer auf ihrer Plattenfirma, das heißt Love and Peace. Ich versuche nicht so viel planen zu tun, weil schauen wir mal, wie es geht mit der CD. Natürlich, wenn es geht gut, dann kann ich noch eine rausbringen und natürlich muss ich immer Musik machen. Es ist nicht die, ja, ich bringe eine CD raus und dann möchte ich gerne ein normales Job nochmal machen. Das habe ich schon viele Jahre gemacht. Wenn ich kann Musik für forever machen, nicht forever, aber für schon lange, noch lange Zeit, dann freut mich. Ja. Musik für immer machen. Wie würdest du deine Musik beschreiben, wenn es ein Buch oder ein Film dazu gäbe? Oder welcher Film und welches Buch würden deine Musik repräsentieren? Ein Buch oder ein Film? Ein Buch vielleicht etwas über Organic Bio Produkte, you know? Nicht, dass es like hippie and healthy, but it's like it's the real deal. Ein Film? Ah, das ist schwierig, weil ich liebe so gerne Disney Movies und das passt nicht so genau zu der Musik. Diese Frage, die sollen wir vorher schicken. Ich weiß noch nicht. Vielleicht dann in einem Jahr, wenn das nächste Donauinselfest stattfindet. Yeah. So kommen wir gleich zu unserer fast letzten Frage. Du versuchst auch immer selber sehr reflektiert zu sein, hast du gesagt. Und auch immer zu gucken, ob du gerade glücklich bist und inwiefern du glücklich bist. Was bedeutet denn für dich Glück und was macht dich glücklich? Glücklich?
ehrlich zu bleiben, also to stay honest. Dass ich mache, was ich will, und ich mache ihn nicht like in a crazy way, also ein bisschen Rock'n'Roll way. Aber ich finde, wenn jemand versucht, when you stay honest with yourself and you follow really what you want to do and your dreams that you want to do, scheißegal was ist das der Traum, and you stay with it, then you're happy, you know. Und das ist für mich, und alle weiß es, wenn du ein normales Job hast zum Beispiel, und es ist nichts schlimm mit bei IKEA arbeiten oder Hotdogs verkaufen, das ist auch wichtig, und das ist Customer Service, und das, du kriegst auch glücklich Happiness von das, aber dann du musst immer selber fragen, did I do today exactly what I wanted to do and exactly who I wanted to be? For me to be happy is to stay true to who I am, really, egal what I'm doing. Jetzt noch unsere letzte Frage. Du hast zwar gesagt, dass du nicht so viel planen möchtest und nicht so viel, dass du halt wirklich du selber bleiben möchtest, auch mit der Musik immer dabei bleiben möchtest, aber kannst du eventuell schon etwas verraten, was 2014 kommt bei dir? 2014? Ich hoffe noch ein Tour. Also ich mache ein Club-Tour in Oktober dieses Jahr, und ich hoffe gerne, dass wir wieder auf Tour, also ich muss ja immer touren. Und ja, hoffentlich noch eine CD, weil der Moment, dass eine fertig ist, und ich fange mit der zweite an und der nächste an und schreiben und more Musik. Sharon, super. Vielen lieben Dank für das Interview und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Danke.